Willkommen zu neuen Abenteuern im Phantasis Studio, eurem Miniaturenbemalservice aus Wiesbaden und herzlich willkommen zu einem neuen Showcase-Video. In diesem Video möchte ich euch eine kleine, übersichtliche, aber doch recht allumfassende Armee der Black Templars für Warhammer 40k zeigen. Die Black Templars, ein weiterer Space Marines Orden, der in der Vergangenheit von Games Workshop sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde, eine sehr alte Modellpalette hatte, alte Modellreihe und dann jetzt vor kurzem die Modelle allesamt neu aufgelegt wurden, überarbeitet wurden und ja, seit einer Weile gibt es jetzt eine komplett neue, ja, umfangreiche Miniaturenreihe der Black Templar und ich wollte euch mal so, ja, mal die Neuheiten zeigen. Ich glaube, das, was wir hier haben, ist im Prinzip alles, was es so an aktuellen Black Templar Sachen gibt. Natürlich die normalen Space Marines bzw. Primaris Space Marines Modelle kommen ja auch zu der Armee dazu. Aber jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen auf die ganzen Besonderheiten ein. Hier seht ihr mal die Armee als Ganzes. Auf den ersten Blick gar nicht so viel, aber ich glaube schon umfangreich genug. Gehen wir direkt mal rein. Wir haben hier vorne einen Kastellan der Black Templar. Das ist das Modell hier. Finde ich mega gut, wie der Farbverlauf an den Schulterpanzern hier dem Künstler gelungen ist. Ach, wieder Hinweis bezüglich der gesamten Armee. Bemalt wurde diese Armee auf unserem Level 3 High Level, also eine hohe Qualität, eine etwas hochwertigere Qualität. Wenn ihr eine Armee für die Vitrine habt oder wenn ihr eben das entsprechende Budget zur Verfügung habt, dann ist Level 3 eine Variante, mit der man durchaus mal eine Armee bei einem höheren Budget angehen kann. Ansonsten empfehle ich Level 3 in erster Linie für einzelne Charaktermodelle, für einzelne Rollenspielfiguren oder ähnliches, wie zum Beispiel hier auch für Helden. Aber wenn es jetzt rein darum geht, dass man eine Armee zum Spielen haben will, ja, dann kann man auch in Level 1 oder 2 Gefilden gehen. Aber heute seht ihr mal diese Armee euch eben. Ja, seht ihr mal, wie das Ganze auf Level 3 aussieht. Ja, machen wir mal weiter. Wir haben Grimaldus, der ist da hinten mit seinem Gefolge. Ich finde auch hier wieder, das Banner ist wieder genial. GW macht sowieso absolut geniale Banner. Die sind super aufwendig zu bemalen, aber sie sind ja immer schon so vorstrukturiert und da kann man dann so schöne Motive mitmachen. Also ich liebe diese GW-Banner, auch wenn es natürlich so ein paar Banner von denen gibt. Stichwort Grey Knights. Die hängen einem dann irgendwann zum Hals raus, aber sie sehen halt einfach immer noch gut aus, ja. Das Gefolge gefällt mir sowieso sehr gut, vor allem er hier auch, der diese Säule oder diese Aquila-Säule mit sich rumträgt. Sehr cool, das Modell ist auch ein Servitor, denke ich mal. Oder irgendein Diener von ihm. Ja, dann haben wir Großmarschall Hilbrich, der ist hier. So ein richtig kleines Diorama, auch hier Servitoren um ihn herum. Sehr cool, er hier unten, wie er gerade schon das Schwert von der Klinge wischt. Allein der Bluteffekt, den hat der Raphael gemalt, der ist echt großartig geworden. Während dann noch das Blut aus der Wunde quillt. Ja, ist richtig ein kleines Diorama, das Modell. Hinten der hält ja den Melter noch in der Hand. Und er steht hier eben auf diesem Felsen drauf. Tactical Rock nennt sich das, ja. Und über einem erschlagenen Feind, ganz, ganz wichtig. Wenn man da noch denkt, das alte Modell, das war wirklich, wirklich verdammt alt, das ist wirklich in die Jahre gekommen. Sieht super aus mit seiner, ja, ich würde sagen, fast schon gold-, ja, bronzefarbenen Rüstung eher, ne? Gut, was haben wir noch? Wir haben zwei Marschalls der Black Templar. Ja, es ist das gleiche Modell. Man hat verschiedene Waffenoptionen, dann kann man es ein bisschen variieren, anders anmalen. Aber wenn man da natürlich zwei auf dem Feld hat und sie auch noch so nebeneinander stehen, dann sieht man schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ist halt so. Wir haben zwei Kreuzfahrertrupps, die sind da hinten. Die sind jetzt nicht ganz hundertprozentig genau. Räumen wir mal ihn gerade an die Seite und ihn am besten auch. Zwei Kreuzfahrertrupps, die nicht 100% genau jetzt aufgebaut sind. Ich bin schon immer bei den Black Templars, bin ich schon immer durcheinander gekommen mit diesen Kreuzfahrertrupps, mit denen, die Scouts noch mit drin haben. Da muss es andere, klügere Menschen geben, die das unterscheiden können. Ich habe es jetzt einfach mal so aufgebaut, wie ich fand, dass es cool aussieht. Es sind auch noch 5 Intercessors dabei mit den Black Templar Upgrade Gussrahmen, dass die halt auch noch ein Stück ein bisschen anders aussehen. Im Vergleich zu normalen Intercessors haben wir auch nochmal ihre eigenen Schulterpanzer sowieso, aber auch einen eigenen Deagle-Bogen und dadurch kann man auch aus den normalen Intercessors sehr schön verschiedene Orden darstellen. Ganz vergessen, den Champion des Imperator, den neuen, der ist hier mit seinem Schwert. Champion des Imperator ist immer ein Modell, das mich fasziniert hat, das mir immer wahnsinnig gut gefallen hat, egal in welcher Inkarnation. Der hier tatsächlich ist der erste, der mir nicht so gut gefällt. Ich weiß nicht, mit dem Steinchen hier. Für mich sieht es so ein bisschen aus, als ob er da gerade drüber stolpert.
Und er hält das Schwert halt so. Ja, und hier diese wehenden Sachen. Mein Fall ist es nicht, aber ich bin ja auch alt. Ihr seht es vielleicht anders. Schöner Farbverlauf am Schwert, den der Künstler da gemalt hat. Und ja, er ist eine beeindruckende Gestalt. Wenn man ihn neben einen normalen Primaris Intercessor stellt, sieht man, dass da nochmal ein kleiner Unterschied ist. Sehr nett. Gut, was haben wir noch? Wir haben die Schwertbrüder. Und die Schwertbrüder, ja, meine Güte, das sind eigentlich schon heldenhafte Charaktermodelle. Ich zeige es euch gerade mal zwei Stück, damit ihr mal seht, was ich meine. Die haben so viel. Guckt euch mal an, hier die Gürtel, die Ketten, die gesamte Ausrüstung, die sie hier haben, die Farbverläufe, die Schulterpanzer in den verschiedenen Farben, die Mäntel, da ist so viel dran. Jeder von denen ist quasi vom Aufwand her wie ein namenhaftes Charaktermodell. Sowas wäre früher als Held durchgegangen. Total verrückt, wie sich das mittlerweile geändert hat, dass solche Modelle eben auch einfach unglaublich aufwendig sind. Ja. Aber sehr schöne, gewaltige Modelle gefallen mir echt gut. Wo ist denn der eine? Hier. Ich mag sowieso so Space Marines, die so hier mit so Energie klauen. Das liebe ich einfach. Das habe ich schon bei Space Hulk gemocht und hier ist auch so einer dabei. Gerade diese Pose hier, ich finde es großartig. Gefällt mir sehr gut. Passt auch schön zu einem Black Templar. Nicht immer nur Schwerter bei den Black Templars, auch wenn es natürlich, der Name schon hergibt, aber Clown, ja, sind einfach immer sehr, sehr cool. Was haben wir noch? Wir haben einen Impulsor. Der ist da hinten. Der ist ja in der Combat Patrol Box dabei. Also das ist auch der aus der Combat Patrol. Im Prinzip handelt es sich hierbei um die Combat Patrol Box von Games Workshop mit dem Black Templars Armee Set, das es zu Anfang gab mit dem Codex und dann auch einzelne Charaktermodelle und so dazu gekauft. Ich glaube, die Schwertbrüder noch. Ja, das ist der Impulsor, ein bisschen klein. So, der kleinste ist ja quasi das, ich glaube, das ist das Reno-Äquivalent, aber auch hier wieder schön das Schwert hier, die ganze Dekoration, also da auch wieder tolle Elemente, um das Modell einfach nochmal ein bisschen von einem Standard, ja, Primaris-Fahrzeug abzuheben. Auch schön hier überall mit den kleinen Macken, diesen Lichtpunkten und den Reflexionen. Wir haben ja auch einen Farbverlauf von dunkel nach hell und es sieht einfach stark aus, ja. Und zu guter Letzt noch einen Redemptor Dreadnought. Der steht hier. Ich hole ihn gerade mal nach vorne. Dass ihr euch auch angucken, ups, da ist er, angucken könnt. Wunderschönes Modell, der Redemptor Dreadnought. Endlich mal ein Dreadnought von der richtigen Größe. Die normalen Dreadnoughts, wie man sie kennt, die sind mittlerweile so klein. Und jetzt halt hier, die seit dem Primaris ist diese Redemptors, die machen echt was her. Ist immer ein bisschen peinlich, wenn man da noch einen normalen Dread daneben stehen hat, so für sich gesehen. Ja, gehen sie natürlich noch, aber wenn sie neben so einem stehen, dann ist es immer so ein bisschen, ja, zum Schämen. Ja, auch hier mit den Decals natürlich entsprechend wieder die ganzen Markierungen. Mir gefallen auch hier diese abgesetzten Schulterpanzer ganz schön. Das könnt ihr übrigens auch bei einem unserer Tutorials auf unserer Patreon-Seite sehen, bei den Phantasos Basics, wie man Decals weathert. Weathering von Decals, wie macht man das am besten, dass es gut aussieht, dass es nicht einfach nur aussieht, als wäre es ein kaputtes Decal, was draufgeklebt ist, sondern wie baut man ein Decal richtig schön, also das sind diese Abziehbildchen hier, das sind keine Freehands, wie baut man diese Bildchen, diese Nassschiebefolienbildchen, wie baut man die schön in ein Modell ein, dass sie auch harmonisch, ja, eine Einheit mit dem Modell bilden und wie kann man die dann gut weathern, dass es so wirkt, als ob eben diese Markierungen schon den ein oder anderen Kampf gesehen haben. Wie gesagt, da gibt es ein Tutorial auf unserer Patreon-Seite, in unserem Patreon-Bereich. Da könnt ihr gegen eine monatliche Gebühr, habt ihr da Zugriff auf unsere Phantasos Basics Videos. Das sind Bemaltutorials zu verschiedenen Themen, die nach Staffeln aufgeteilt sind. Und da, wie gesagt, findet ihr auch dann solche Infos. Ja. Das war's, was ich euch von dieser Armee zeigen wollte. Stellen wir sie alle mal wieder zurück. Wie immer, ihr könnt euch noch jede Menge Fotos von dieser Armee auf unserer Webseite ansehen, www.phantasos-studio.de. Da kommt ihr dann zu unserer Bildergalerie auf Flickr und da findet ihr dann auch die Black Templar an einer bestimmten Stelle. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr Interesse habt, dass wir diese Armee oder eine andere oder ein ganz anderes Projekt für euch in absehbarer Zeit ja in die Tat umsetzen sollen, sei es auf dieser Qualität Level 3 oder einer geringeren oder höheren Qualität, dann könnt ihr uns kontaktieren. Die Webseite habe ich ja schon genannt. Ansonsten E-Mail info@phantasos-studio.de.
Das ist die Kontaktadresse, da könnt ihr uns erreichen, uns eine Projektanfrage schicken. Wir erstellen euch dann ein Angebot, sprechen mit euch über das Projekt, über das Budget, das da vielleicht in Frage kommt. Und dann schauen wir mal, dass wir eure Traumarmee, eure Traumbemalung für euch ja in die Realität umgesetzt kriegen. Okay, das war's für dieses Video. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt positiv. Alles wird gut. Macht's gut. Tschüss.